Es ist so ein bisschen, weißt du, weil jetzt verfalle ich halt so langsam in die Mentalität so von wegen, hey, ich will den Scheiß einfach nur noch durchkriegen. Ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Das ist einfach nur dieses, jetzt habe ich da schon, weiß ich nicht, ne, 90 Stunden rein investiert. Jetzt mache ich es fertig. Aber dann ist halt die Frage, wie sehr enjoyst du das Spiel da noch? Weil normalerweise wäre ich da unten jeden Weg abgegangen. Aber inzwischen, nope. Oh. Moment, Moment, Moment. Das da ist ein Shortcut. Das soll ja auch so, Hacky. Ich meine, das soll ja auch alles so, als ob das so, ne? Ich meine, du als Streamer versuchst ja irgendwo dein Publikum, ich sag mal, zu unterhalten. So, die Real-Question. Wer will einen kaputten Boss sehen? Spielen wir den normal oder spielen wir den kaputt? Weil bei dem weiß ich ausnahmsweise, dass der kaputt ist. Ich weiß, dass da ein Boss drin ist. Und ich weiß, dass wir den ziemlich kaputt machen können. Jetzt ist die Frage, machen wir den kaputt oder machen wir den normal? Ich bin zwiegespalten. Ich bin fast dafür, wir machen den kaputt, weil ich würde es einfach gerne mal testen, wie einfach das ist. Also alleine auch schon wegen der Mob-Art. Let me show you. It is Fettsack Matt Fatty und ich bin kein Fan von denen. Und deshalb bin ich eigentlich dafür, wir machen den kaputt. Einfach die Tür zu und dann kommt der Boss nicht mehr raus. Oh, Hecki, viel dümmer. Viel dümmer. Viel dümmer. Ich kenne das Setup zwar nicht, aber ich habe es, glaube ich, jetzt gestern einmal in einem Stream gesehen. Ich glaube, ich krieg's hin. Also. Nee, hat nicht funktioniert. Ich glaube, du musst ein bisschen warten. Ich habe so ein Vieh legit auf der Brücke gefightet. Ich fight das nicht nochmal. Fakt ist. Das ist so weird. Glaube, die Idee ist, dass du das von hier wirklich so auf Max Range das Tor betrittst. How the fuck does this work? Ich glaube, das ist hier boss-spezifisch. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es geht.
Wie gesagt, ich habe es bisher nur im Stream gesehen und da scheint es relativ easy. Hey Katze. Ich versuche gerade einfach nur den Spot zu finden, wo es geht. Geht's vielleicht nur nach dem ersten Quit-Out? So machst du den Boss kaputt. Wie Sie sehen, Herr Boss ist hier. Ja, aber der macht nichts. Wie geht's denn so? Ach, super. Ich habe gerade einen Boss gewonnen, Schotte. Gott, ist das dumm. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber ich liebe es. Das ist... Also wenn Leute schon keine Lust haben, irgendwas zu programmieren, dann sollte man es auch ausnutzen. Schlangenammo irgendwas. Okay, cool. Und ich bin heute so richtig im Comfy-Modus, weißt du? So richtig, so... Einfach nur comfy. Also was, wir fressen jetzt einfach mal alles Holz, die wir haben. Om nom nom. Om tudenom tudenom nom nom. Ich weiß gerade nicht, warum mein Mikro ab und zu meint, den Controller so hart aufpicken zu müssen. Oh, das reicht schon locker für zwei Level. Pushen wir mehr Int? Weißt du was? Maybe will ich Faith pushen. Ich weiß nicht, was ich pushen will. Int gibt mir halt immer noch 3 Damage. Wir gehen voll Int. Wir sind quasi der Melee-Int-Guy. Oh, hier hinter geht's gar nicht weiter. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, das Game ist verwirrt. Das Game ist definitiv verwirrt. Hier ist sonst nichts. Ist das hier ein Raum? Vielleicht lass mich mal die Lampe anmachen. Ah, guck mal. Ein Seitenweg. Ich darf auch mal im Comfy-Mode sein, nachdem die letzten 2 Tage irgendwie nur Stress waren. That's death. Da gehen wir nicht lang. Ist das hier ein Aufzug? Oh, ein Aufzug. Gerät bewegt sich nicht. Nach dem Bossfight. Okay. Ich hasse das Gebet. Damit ist es offiziell. Ich hasse das Gebet. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich meine, wir haben jetzt diese Brücke erschaffen. Das heißt, wir könnten ja mal hier rüber. War ja auch kein Vorwurf von meiner Seite aus. Besser ist das so. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wie kommen wir denn da hoch? Und ich habe das Gefühl, ich will da hoch. Geht das nicht?
Aha, easy. Goddammit. Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hab einen Boss getötet und hab einen Aufzug gefunden, der sich nicht bewegt. Cool. Wait, what? Where the fuck are you supposed to go? Das ist ja schlimmer als Blind Town hier. I guess wir gehen mal hier über die Dächer. Aber das bringt mich ja nur hoch. Es scheint so, als ob ich runter müsste und nicht hoch. Ach, guck mal, hier oben sind die lustigen Giftwerfer, mit denen wir uns eben auseinandergesetzt haben. Hey. Da unten scheint auch noch ein Weg zu sein. Und zwar hier lang. Oh, nevermind, die ist zu, die Tür. Da sind wir durchgegangen. Es gibt den ganzen Weg unten durch die Lavapampe noch. Maybe ist das der Weg, den wir suchen? Shut up. Ist das hier? Ich habe schon Licht an, weiß, und ich sehe trotzdem nichts. Wie viel Shit ist hinter mir runtergefallen? Ich will gar nicht wissen, was mit euch passiert ist. Explodierst du? Nee, du schreist nur. Shut up! Ich weiß ja nicht, warum die in so komischen Dingern drin sitzen, aber anscheinend sind die gefoltert worden. Gott, die haben einen komischen Todesschrei, ey. Okay, von der Seite bin ich hier rein. Was haben wir hier? Wege nach unten. Wieso laufen so Goa'uld aus Stargate bei den Vulkaniern rum? I don't know. Kann ich dir nicht sagen. Gott, so viele Wege und so wenig Ahnung, wo lang. Ach so, das One-Shot tötet mich. Cool. Ich finde den Weg zurück ja bestimmt. Mhm. Oh boy. Das Gebiet ist all over the place. So, ich verstehe, dass das hier anscheinend optionaler Shit war. Und da geht's zurück. Frage ist, was ist hier unten? Du bist schon mal tot. Hier ist nochmal ein Aufzug. Das ist der Aufzug, den ich eben erst genommen habe. Hier hinten ging es nicht weiter.
Ja, den Weg, den ich ja gerade gefunden habe, scheint der Main-Weg zu sein. Wie bin ich da nochmal hingekommen? Ich wüsste immer noch gern, wie ich da oben hinkomme zu dem Item. Let's see. Wir sind hier lang. Unten lang, glaube ich. Ja genau, wir sind durchgelaufen bis zu dem einen Tor. Oh cool, jetzt muss ich wieder mit dem hier mich auseinandersetzen. Cool. Und dann anstatt reinzulaufen, sind wir links über die Brüstung gesprungen. Die Laufwege sind doch überhaupt nicht lange hier oder so, ne? Quatsch. Ja, dann sind wir hier lang. Hier rein. Ignorieren all die Vollidioten hier. Treppe runter. Ignorieren den. Ich weiß nicht, wie viele Viecher ich gerade am Arsch habe, aber genug. Und das ist die Leiter, die ich schon mal gefunden habe. Ich kann ihn nicht treffen. Okay. Das ist die Leiter, die ich schon mal gefunden habe, die hier runterführt in das Lava-Ding, wo ich irgendwie mal durch Zufall runtergefallen bin. Wirklich, Lizard Bro, du kommst bis hier unten? Der kommt nicht durch die Tür. Hey. Er nicht, aber sein Schwanz. No, no, Schnecki. Don't do this. Danke. Ja, aber wozu ist dann hier eine Leiter? Das verstehe ich ja bisher auch null. Hier ist ja auch nicht irgendwie ein Shortcut zu irgendwo hin, oder? Let's see. Warte mal. Hier konnte man hoch. Ja doch, es gibt keinen an Shortcut. Ich glaube, ich sehe ihn. Und zwar, wenn ich jetzt hier hochlaufe, wo komme ich denn hier wieder aus? Bin ich hier. Das da ist ein Aufzug. Hier sind mehrere Aufzüge. Wofür Dämmchen? Der führt nach hier. Okay, cool. Das ist hier. Okay, okay, okay. Da oben ist das Grace. Hier ist der Aufzug. Okay, ja. Dann sehe ich hier aber noch einen Aufzug, der irgendwo ganz anders hingeht. Wo führt denn der hin? Der fährt actually runter und nicht hoch. Okay, und hier ist eine Riesenhöhle. Oh, das ist die Riesenhöhle, wo das Magma-Vieh drin ist. Ich erinnere mich. Das haben wir schon von der anderen Seite gesehen. Glaube ich. Ist das die Höhle hier? Ich glaube schon. Yep.
Ist halt cool, wenn man keinen Platz hat zum Fighten. Ich kann ihn actually nicht attacken, weil... Lava. Autsch. Okay. Und wo fährst du hin? Oder ist das auch einfach nur wieder eine dieser Ecken, wo man... Kram killt, um Kram zu killen. Das ist kein Weg. Da hinten ist ein Weg. Hier ist auch irgendwas. Oh, oh, I see. Das hier ist die Gegenseite. Ah, ja, das ist das, was wir eben gesehen hatten. Okay, ich bin dumm. Jetzt darf ich den Weg wieder drum rumlaufen. Nee. Okay, wir haben das hier. Wer braucht schon Heilung? Oh, das war actually der falsche Trank. Okay, das hier war der richtige. So, ich vermute mal, da hinten ist noch ein Item. Gucken, ob mich das irgendwo hinführt. Nope, hier ist literally nur ein Item. Schmiedesteine. Okay. Das Gebiet ist so fucking verwirrend. Das führt mich nach hier. Zehntausend Schnecken, die versuchen mich zu töten. Ich meine, ich könnte in der Theorie hier noch lang gehen. Ich wüsste zwar nicht wofür. Da oben ist das Ding, wo ich gerade eben war. Da ist das eine Item. Hier scheint es nicht mal irgendwie irgendwo lang zu gehen. Hier ist actually ein Weg. Are you insane? Oh Gott, ist das düster hier. Gibt es hier einen großen Boss? Ja, den suche ich quasi. Ich finde ihn aber nicht. Cool, hier ist absolut nothing. Aha. Interesting. Maybe darüber und dann da irgendwie runterdroppen? Ich bin so lost in diesem Gebiet. Das ist definitiv kein Drop. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Moment, in welche Richtung gucke ich gerade? Das ist basically hier. Das heißt, da müsste man von hier hinkommen. Ich versuche halt gerade einfach nur den großen Boss zu finden, aber ich finde ihn nicht. Der ist halt einfach zu gut versteckt. Dass ihr doch alles versucht, dich mit Gift oder irgendwas zu töten, macht's nicht besser. Es
müsste irgendwo unter mir sein. Ah, come on. Willst du wirklich spielen? Ja, ich will wirklich spielen. Haben wir es dann? Gut. Müsste quasi unten irgendwo sein. Warum visierst du nicht den Mob an? Wofür klicke ich denn den Stick rein, ha? Huh? Der große Boss ist sehr wahrscheinlich eine Schlange von dem, was wir mitgekriegt haben. Da ist ein Item. Inter das Ding. Wo kam ich hier nochmal hin? Das hier ist eine Sackgasse. Hier bin ich nie lang gelaufen. Fällt mir gerade auf. Siegel des Erdenbaums. Was will ich damit? Kann ich mir dafür irgendwas kaufen? Also, Step 1, du kommst hier nicht rein, du bist zu fett. Step 2, was hältst du denn von Frost? Cool, gut, dass wir darüber geredet haben. Okay, das hier ist basically eine Sackgasse, bis auf das Erdensiegel-Gedönse. Keine Ahnung, was ich damit soll. Oh, hier liegt noch ein Item. Was ist das hier? Nichts. Okay, ich meine, es gibt den Weg hier. Mit Wuffy, mit Wuffface. Okay, das bringt uns nach hier. Richtig, richtig. Weil das, was mich eigentlich interessiert, ist, wie man da an das Item kommt. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein YOLO 720 Jump. Nee, natürlich nicht. Cool. Jetzt bin ich wieder hier. Ach du Scheiße, was ist denn hier noch alles? What is all of this bullshit? Nett. Okay, cool. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich an das Item komme. Hier stehen 20.000 Pots, die mich töten wollen. Aber immerhin ist das hier überhaupt mal ein Weg. Du Alexander, bitte sag mir, du bist Alexander. Du bist nicht Alexander, goddammit. Was ist das hier? Schwelender Schild. Irgendwie habe ich nicht die Vermutung, dass mir der weiterhilft. Oder das Schild sogar, lag sogar vor dem. Ich dachte, das wäre eine Trap gewesen. Okay, was ist das hier? Oh, das hat der Pot gedroppt, okay. Muss ich mich wieder in den Sarg legen? Nein. Wait, das ist die... Ah, das ist die Gegenseite. Interessant. Ah. Wer ist Alexander? Alexander ist auch so ein Pott-Typ, dem wir ganz am Anfang mal geholfen haben.
NPC, der war auch beim Radarenfeind mit dabei. Ich glaube, der hieß Alexander die Eisenfaust. Seitdem haben wir den aber nicht mehr wirklich gesehen. Der war halt irgendwie für den Radarenfeind da und dann nicht mehr. Oh Gott, noch. Ach so, das ist einfach nur der Weg zurück nach hier. Cool. Hey, versuch Nummer 2 mit dem Jump hier. Warum geht das nicht? Ja, du willst mich doch verarschen. Das ist doch einfach nur verarsche hoch 20. Der Port hinter. Ja, genau der. Da oben ist auch noch ein Item. Hier lang. Mein Gott, ich kann nicht mal auf Gregor springen. Was kann ich überhaupt? Okay, das sind nur goldene Runen. Fun Fact, ich habe immer noch nicht den Weg zum Boss gefunden. Ich habe keine Ahnung. Sehr schön.